Hey, ich kann ihn nicht beklauen. Das macht mich jetzt aber konfus, weil eigentlich dachte ich, dass man bei ihm... Erstmal, weil es mich stört. Was ich die Geist absnacken kann. Sie sollten Ingrams Befehle daher exakt. Ich habe mich nämlich hier auch während meiner Freizeit damit beschäftigt, so, yo, was... kann man, was es so geile Waffen gibt, weil ich ja weiß auf jeden Fall, dass von der Existenz eines Gauss-Gewehrs. Das kann man angeblich bei einem Level 4 Werkstatthändler kaufen. Jetzt weiß ich aber nicht. Jetzt muss ich aber mal schauen, was ein Level 4 Werkstatthändler ist. Das hätte ich vielleicht mal vorher recherchieren sollen. Ja. Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Fallout 4. Level 4 Werkstatthändler. So. Level 4 Händler rekrutieren. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse. Ja, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen nach vorne gehen, damit sie mich nicht regelmäßig hier vollquatschen. Ich glaube, ich hoffe, da. Ich schau mal nach, vielleicht gibt es auch was anderes, weil ich wäre schon ziemlich scharf aufs Gauss-Gewehr. Fallout 4, Gauss-Gewehr, Fundort. Ich muss das halt unbedingt nachschauen, weil ich wäre schon ziemlich geil auf das Ding. Da brauche ich mir sogar meine Nippel drauf rein, wenn ich das bekommen würde. Was? Warte, Gauss-Gewehr, the last minute. Wird von einem Level 4 herrscht. Ja, geil. Muss ich dann wohl oder doch machen? Alles klar. Ich glaube, den einfachsten haben wir. Können wir ganz leicht finden. Ja, ja, ich weiß, wie ihr mich verachtet. Ich spüre euch verachtenden Blick, aber hey, Waffen. Waffen! Gut, wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, der hyped auf Waffen ist, aber ich will halt gerne viel Verschiedenes ausprobieren und darunter gehören halt Waffen! Ja. Und ich überlege tatsächlich auch hin und wieder, ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken zu sagen, komm, mach mal Realismus an. Damit spiele ich halt ernsthaft. Mit dem Gedanken. Aber dann denke ich mir so, schaffe ich das? Ist es nicht ein bisschen zu hart? Vor allem, weil die Munition dann auch noch wiegt?
Entschuldigung. Okay, hier ist schon mal nicht das Hotel. Ach ja, und da unten gab es ja auch noch eine Quest im Prinzip. Was? Sind wir jetzt Kumpels? Willst du blöd rumlabern? Dann verzieh dich. Hast du ein Problem? Ich überlege. Na, dann wirst du es nicht wert. Hotel Wexford, da. Waren wir da schon drin? So, was gibt's Neues aus meinem Leben? Ich hab... Fred, willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für die Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Kannst du mir mehr über das Hotel erzählen? Warum haben sie bloß immer Fragen? Das Hotel Rexford war früher mal ein großartiges Etablissement. Wir hatten sogar Gäste, die nicht den ganzen Boden vollgekotzt haben. Aber jetzt kommen nur noch Gestalten, die ihren Kater kurieren oder Camps schlucken wollen. Also... Willst du immer noch ein Zimmer? Ich überlege es mir mal. Liegt am Dekor, oder? Ja. Ah, super, jemand Neues. Du brauchst bestimmt Jet, oder? Selbstgemacht. Und zu fairen Preisen. Oh, Junge! Jet? Was ist das? Du weißt nicht, was das ist? Das ist das beste Zeug. Damit ist man total aufgeladen. Es ist, als würde die Schnelligkeit von 10 Leuten in dem Inhalator stecken. Ich brauche im Moment nichts. Okay, alles cool. Vielleicht dann nächstes Mal. Ja. So. Wer bist du? Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Es hat sich ganz schön verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Du warst schon mal hier? Naja, Good Neighbor hat sich in den letzten Jahren definitiv entwickelt. Vor allem seit Hancock das Ruder übernommen hat. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen. Halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier oder im Third Rail und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Wie sieht der Job aus? Ich weiß nicht, ob du das BM Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ah. Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil vom Bier? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich könnte mehr Geld verlangen, aber nee. Wo ist der Laden? Das kann ich doch nicht. Der Laden, in dem das Ding steht, ist nicht leer. Muss der vielleicht den Weg freischießen? Und, übernimmst du den Job? Ist ein Braugerät nicht irgendwie ziemlich... groß? Meistens schon. Aber anscheinend wurde das Ding in einem handlichen Format hergestellt. Die Größe sollte also kein Problem sein. Und, übernimmst du den Job? Ich kann nicht um mehr Geld bitten. Das verstößt gegen den Männerkodex. Wenn es um Bier geht, sind wir dabei. Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Boah, ich muss hier unbedingt ein bisschen was an meinem mein Headset antun, weil das hat so einen Drehknopf und der verstellt sich teilweise und dann bin ich manchmal an einem Ohr leicht leiser, aber warum auch immer. Aber das stimmt mir auch nicht. Ah, 18er.
Ah, hier ist deine Küche. Nett.